der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie er so schön im ganzen Namen heißt, ist ein unabhängiges Beratungsgremium von 5 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die allesamt von der Bundesregierung zwar berufen werden, aber nicht Teil des administrativen Apparats und nicht Teil der Bundesregierung sind, sondern dass sie tatsächlich ein unabhängiges Beratungsgremium darstellen, der Regierung jedes Jahr ein Jahresgutachten übergeben, das den Stand der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland wiedergibt im Hinblick auf Wachstum, auf Arbeitslosenquoten, auf Preisstabilität und auf das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Aber eben auch das publiziert und die Öffentlichkeit mitberät. Also unser erster Anwalt ist der typische deutsche Bürger, die breite deutsche Öffentlichkeit. Wir werden also nicht Teil des politischen Spiels, sondern begleiten es kritisch mit Empfehlungen, mit Kritik, mit manchmal auch sicher Lob, aber eben in der Regel mit dem Blick darauf, wo gibt es Fehlentwicklungen, auf die wir aufmerksam machen müssen. Ja, im Grunde genommen ist ja die Krise im Euroraum ein dritter Akt einer größer angelegten Krise. Wir hatten erst Finanzmarktprobleme in den USA, dann schwappte das Ganze über. 2008, 2009 hatten wir diesen riesigen Wirtschaftseinbruch in Deutschland auch zu verkraften, haben uns dann erholt, aber in den ganzen Rettungsaktionen für Banken und in den ganzen Stimulierungsprogrammen für die konjunkturelle Lage hat man sich sehr stark verschuldet. Die Staatsschulden kamen damit besonders zum Tragen, in vielerlei Hinsicht dann in manchen Ländern eben auch aufbauend auf bereits hohe Schuldenstände. Und insofern sind wir jetzt eigentlich im dritten Akt einer lang angelegten Krise. Wir sind keineswegs über den Berg. Im Augenblick gibt es eine gewisse Beruhigung. Wenn man ein Jahr zurückschaut oder sagen wir mal 9 Monate zurückschaut, war das ja so, dass man sehr große Sorgen hatte, ob das überhaupt die Integrität des europäischen Währungsraums überhaupt gewährleistet werden kann. Dann hat die EZB eingegriffen und hat angekündigt, wir kaufen im Notfall auch Staatsanleihen in unbegrenzter Höhe auf. Das hat viele beruhigt, aber das hat natürlich die unterliegenden Probleme nicht gelöst. Und solange die nicht gelöst sind, und das ist Aufgabe eigentlich der nationalen Regierungen, solange die nicht gelöst sind, wird auch die Krise andauern. Was sind eigentlich die Ursachen der Krise? Die sind tatsächlich von Land zu Land im Detail verschieden. Bei einigen ist es eben eine hohe staatliche Verschuldung, bei anderen war es vielleicht eine Immobilienpreisblase und ein zu hoher privater Schuldenberg, der nach dem Platzen der Immobilienpreisblase dann nicht mehr so leicht abgearbeitet werden kann. Also jedes Land hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Schwächen auch. Aber grundsätzlich hat alle eigentlich geeint, dass sie in einem Währungsraum zusammengebunden sind, der von der Architektur her nicht wirklich nachhaltig im Design aufgebaut war. Insbesondere ist nicht notwendigerweise derjenige, der eine Entscheidung trifft, auch dafür haftbar. Also Haftung und Kontrolle auf einer Ebene zu vereinen, ist eigentlich die richtige Struktur. Das versucht man in einigen Punkten jetzt. Man geht zum Beispiel in Richtung einer Bankenunion. Aber das ist sehr schwer, weil vieles davon auch eine Vereinbarung beinhalten würde, wer denn die Lasten trägt. Nehmen wir beispielsweise Deutschland. Deutschland, haben Sie ja auch richtig gesagt, ist vom Arbeitsmarkt her gut durch die Krise gekommen. Wir haben im Endeffekt sogar einen Beschäftigungsaufbau erlebt inmitten der Krise. Andere haben ganz andere Wege beschritten, viel schlechtere Wege. Das hat natürlich auch was mit den Reformen zu tun, die man so Anfang des Mitte des ersten Jahrzehnts des Jahrtausends gemacht hat, die Agenda 2010, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, aber nicht nur. Das war damals für Deutschland oder für die deutsche Gesellschaft schon ein sehr schweres Thema und man hat sich da auch sehr auseinanderdividiert und hat viele Spannungen durchlitten. Dann sieht man jetzt, dass es sich gelohnt hat, dass man robust durch die Krise gekommen ist. Diese Aufgabe haben andere Gesellschaften noch vor sich. Andere Verantwortliche, Regierungsverantwortliche müssen ihren Wählern, ihren Bürgern noch erklären, warum manche Privilegien nicht haltbar sind, wenn man insgesamt widerstandsfähig sein möchte für die Wägnisse, Unwägbarkeiten des modernen wirtschaftlichen Lebens in der globalisierten Welt. Also ich glaube, es ist fruchtbar, 2 Themen ein bisschen auseinanderzuhalten und sie dann beide zu adressieren. Das eine Thema ist, wie sollte die langfristige Struktur aussehen? Was ist die langfristigste stabile Architektur für den Euroraum? Und die andere Frage ist, wie kommen wir dahin? Nehmen wir die erste Frage, dann muss man wieder sagen, Haftung und Kontrolle auf einer Ebene zu vereinen, ist ja kein so schlechtes Prinzip. Wenn wir bei der Fiskalpolitik mal schauen, wo würde uns das hinführen? Das würde uns einerseits ermöglichen zu sagen, dann machen wir doch so eine Art Maastricht 2.0 mit nationaler Verantwortung und nationaler Kontrolle.
Das geht aber nur, wenn man das Regelwerk so stärkt, dass tatsächlich in irgendeiner Form Krisen auch ein Auslaufventil haben. Also wir hatten gesagt, niemand darf austreten, das ist nicht vorgesehen. Niemand darf insolvent werden und alle anderen dürfen einem in der Krise befindlichen Mitgliedstaat nicht helfen. Ganz offensichtlich sind alle drei Auswege, die es im Prinzip gibt, verstopft gewesen. Deswegen hat man dann den einen genommen und hat geholfen. Das wollen wir ja nicht nochmal erleben, weil wir sehen, dass das kein guter Weg ist. Deswegen müsste eigentlich eine geordnete staatliche Insolvenz möglich sein. Dann kann man diese nationale Kontrolle, nationale Haftung bei der Fiskalpolitik tatsächlich verwirklichen. Die Alternative dazu wäre zu sagen, nein, wir gehen den ganzen Weg in eine Fiskalunion und vereinen europäische Kontrolle und europäische Haftung. Das ist aber vermutlich noch viel schwerer durchzusetzen als der Maastricht 2.0-Weg, weil die Kontrolle bedeuten würde, dass man von europäischer Spitze bis runter in die Administration der Steuerverwaltung der einzelnen Nationalstaaten eingreifen muss. Das ist nicht sehr glaubwürdig, dass das gelingen kann. Deswegen ist der Weg mit der nationalen Kontrolle und nationalen Haftung, also Maastricht 2.0, der richtige. Auf dem Finanzmarkt ist es aber wahrscheinlich ganz anders, denn da operieren sehr viele Akteure auch auf internationaler Ebene. Das heißt, die Regulierung, die nur national angelegt ist, kann damit nicht Schritt halten. Da muss man es tatsächlich auf die europäische Ebene und eine sogenannte Bankenunion heben und eine sogenannte Bankenunion einführen. Aber auch da kann man es richtig oder falsch machen, könnte ich auch noch ausführen. Aber der zweite Spielfeld ist eben, wie komme ich dahin? Wenn ich wirklich zu Maastricht 2.0 und einer Bankenunion will, kann ich jetzt in der Krise manche Dinge nicht machen, die die Krise erleichtern würden oder uns den Weg in der Krise erleichtern würden, weil sie in die falsche Richtung wiesen. Eurobonds jetzt einzuführen, nur damit einige weniger Refinanzierungsprobleme haben, würde uns den Weg zu Maastricht 2.0 verbauen. Deswegen ist das so trickreich, diese beiden Spielfelder gleichzeitig zu beackern.